willkommen zu einem neuen Video. Es kommt gerade dazu, dass ich wieder filme, weil ich gerade Urlaub habe. Eigentlich hatte ich das Video schon fertig. Ich habe gesehen, in der ersten Hälfte hört man mich gar nicht, also sehr leise. Und erst ab da, wo ich bei Shell losgefahren bin, also schon eigentlich am Ende vom Video, hört man mich, also ja. Musste ich jetzt los. War ich genauso strahlend Sonnenschein wie jetzt. Genauso kalt. Gestern war der einzige Tag, wo es ein bisschen wärmer war. Also 20 Grad, aber es war windig. Der Wind war zwar warm bei 20 Grad, aber nee. Landstraße hat nach Prenzlau da nicht wirklich Lust gemacht. Rückfahrt war einigermaßen besser, aber trotzdem hatte ich schrägen Seitenwind von hinten. Ne? Also dann machen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich langfahren soll. Wahrscheinlich fahre ich eh gleich zu Shell wieder kurz. Also ich verstehe auch nicht, wie man kurz vor der Einfahrt erst bremsen kann und blinken kann. Also das werde ich nie verstehen. Man kann dann wohl vorher ankündigen, dass man da rum will, nicht erst einen Meter vorher quer hinziehen. Schon asozial im dritten mit 50 hier lang zu fahren. Ja, ich will auch gehört werden. Ich könnte zwar jetzt nochmal meine Kurvenübung machen hier, aber nee, ist nass und die Reifen sind nicht wirklich warm, der Untergrund ist auch nicht wirklich warm, also eher kalt, also ich will das auch nicht riskieren, es ist trotzdem wieder windig, meine Musik hört ihr nicht und mein Video will ich auch nicht zu hören haben, sonst gibt es wieder eine Urheberrechtsverletzung. Wie gesagt, mein Visier mal wieder geputzt gestern, also halt wieder klare Durchsicht. Jetzt habe ich noch. Ah! Ich kann ja dran rumfahren. Ich hatte noch, ne, wäre nicht mehr machbar gewesen, um zum Anhalten zu kommen. Dann hätte ich Gefahrenbremse machen müssen. Warum ich auch meine Bolthandschuhe anziehe. Ich weiß, dass das schon frisch ist. Aber meine anderen Motorradhandschuhe, meine richtigen, die weiß ich nicht, ob die dann so gut sind. Und meine dicken Winterhandschuhe will ich jetzt noch nicht unbedingt anziehen. Den Plan, wo er gehen kann. Ich weiß auch nicht, was er gesagt hat in dem Video. Also ist halt gerade schwierig.
Dann würdest du sagen, ja, ich hatte jetzt diese Woche Urlaub. Dann bin ich wieder eine Woche in Neustrelitz, also gefühlt Knast, warst am Internat kein WLAN. In der Berufsschule hast du zwar WLAN, aber man darf da keine offenen Getränke haben. Bauen die hier auch eigentlich? Okay, ich verstehe das nicht. Jetzt haben sie hier schon mal gepflastert, also das ist schon mal ein Fortschritt. Also vielleicht, wenn das Wetter so wie jetzt ist, am Sonntag, fahre ich mit Motorrad nach Neustrelitz, sonst sterbe ich da noch vor Langeweile, weil ich habe irgendwann alle meine Netflix-Serien durch, die ich mir runtergeladen habe und nur drinnen chillen. Will ich auch nicht, da fahre ich lieber bei etwas kühlerem Wetter durch Neustrelitz und drehe da ein paar Videos. Also hätte die Zeit nochmal produktiv nutzen. Ich kriege hier Anfälle. Wind, Alter, das ist schlimm. Aber nicht alle von meiner Gruppe, sag ich jetzt mal, haben Urlaub. Ich bin einer der wenigen, die Urlaub haben. Die anderen müssen arbeiten. Naja, da bin ich wieder froh, dass ich bei meiner Firma bin. Mal gucken, was hier bei Shell abgeht. Was ich jetzt hier gemacht habe, wir sind ohne den Kopf hier noch kurz gestanden, hab kurz am Handy geguckt, dann fahr ich weiter. Bis 50, 4. bis 70 und dann in den 5. Wow, das ist geil. Das ist ja so ein richtig geiler Sound. Da verliebe ich mich immer wieder. Ich verstehe immer noch nicht, dass ich schon mal ein Video thematisiert, wie man die Sonnenkennzeichen haben kann. Aber das verstehe ich nicht. Und ja, wenn man, sag mal, eine höherpreisige Maschine hat oder eine Harley, da braucht man nicht unbedingt im Winter fahren. Aber wenn man, sag mal, so eine Maschine hat wie ich oder eine Cross oder ein Supermoto, da braucht man jetzt unbedingt ein Saisonkennzeichen. Da kann man ganz ganzes Kennzeichen haben. Und außerdem kann man dann, wenn, sag ich mal, im Winter oder irgendwie mal gutes Wetter ist, kann man mal fahren. Wie hat mein Sportlehrer früher gesagt, oder auch nicht, es gibt nicht zu kalt, es gibt nur zu dünn angezogen. Da kann ich da Leute tyrannisieren hier. Das Problem ist, die sitzen in der Kneipe.
die nerven kann. Und ja. Ich freue mich eigentlich wieder, wenn ich in Rostock bin. Da sind wir zwar zu dritt auf dem Zimmer, aber wenigstens habe ich da WLAN. Und ich kann arbeiten. Und Berufsschule, nee, das ist. Das mag eigentlich keiner. Aber ich bin da eh hauptsächlich nur in Rostock. Und wenn dann wieder wärmere Temperaturen sind, dann darf ich auch mit dem Motorrad hinter. Also kalter will, dann darf ich nicht. Von der Strelitz, das geht ja noch, wenn das so warm ist wie jetzt. Da kann ich mir vorstellen, noch bis an der Strelitz zu fahren. Dann hake ich meinen Rucksack auf, den ich auch in Berlin hatte. Und ja, sonst muss ich noch ein bisschen zuladen. Weil ich ja nächste Woche Sport habe, kommt man noch Angst wegen meiner schönen Festival- oder Clubarmbänder. Ja. Heißt ja eigentlich Hansburg nicht. Meine Uhr kann ich abmachen, die Haargummis auch. Aber die Armbänder von den ganzen Konzerten, wo ich war. Ja, ich weiß, es gibt ja eine Methode, dass man irgendwie auch zusammendrehen kann, dann runterdrehen kann. Ich check das nicht. Weil ich drehe die eher nur fester. Also muss ich entweder durchschneiden, weil ich nicht mache, oder gehe einfach mit der Zange ran und knips dann die Verschlüsse kaputt oder auf. Aber ich kann ja nicht dauerhaft die Verschlüsse neu machen. Ich meine, ich kann welche bei Amazon bestellen, aber muss ja nicht sein, dass ich dafür unnötig Geld ausgeben muss. Dann filme ich eigentlich schon wieder. 16 Minuten schon wieder? Nee. Trotzdem. So, jetzt kann ich nochmal gucken. Minuten. Ja, ich wusste auch nicht mehr, wo ich hinfahren soll. Lass mich das Video an der Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Über einen Kommentar auch. Videovorschläge könnt ihr auch machen, um umzusetzen, und sonst. Ja, ciao.